Mr. Peterson, ja? Das ist richtig. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass Sie nichts zu befürchten haben. Wir haben Sie zu uns geholt, damit Sie ein paar Fragen beantworten. Freut mich, das zu hören. Nun, Sie kommen aus Bluewood im Westen des Landes. Ist das korrekt? Ja, ist es. Und Ihre Nachbarn heißen Timothy Ahrens und Margaret Smith? Ebenfalls richtig. Gut, dann kommen wir zu den wichtigen Fragen. Sie sind bekannt mit einer Person namens Quint, ist das korrekt? Person wird ihm zwar nicht ganz gerecht, aber ja. Wie und wo haben Sie ihn kennengelernt? Na, wenn Sie das genau wissen wollen, muss ich wohl ein wenig ausholen. Wir haben Zeit. Ich würde gerne alles wissen, was Sie mir über ihn sagen können. Na schön. Also, es war ein Samstagmorgen. Etwa 9 Uhr, meine ich. Ich war gerade aufgestanden und hatte mich ins Wohnzimmer gesetzt, um die Zeitung zu lesen. Was für ein wunderschöner Samstagmorgen. Und wie könnte der Samstag besser beginnen als mit ein paar Hiobsbotschaften? Wer könnte das sein? Hallo? Niemand. Oh, die Post ist da. Rechnung, Werbung, Zeitung, Werbung. Oh, ein Brief. Miau. Miau. Oh, eine Katze. Miau. 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 Ganz schön aufgeregt, was? Miau. Weg mit dir, hier gibt es nichts. Also, der Brief kommt aus Dystopia, Seifenstraße 7. Noch nie gehört. Naja. Spiele nicht, um zu gewinnen, spiele, um weiterspielen zu dürfen. Was soll denn... was soll's? Guten Abend und willkommen zu Copernicus Mystery. Mein Name ist Flavian Adalalim. Ich bin Ihr Gastgeber am heutigen Abend. Wassermelonen, Erdbeeren, Kirschen. Schon seit langem rätselt die Wissenschaft, welch mysteriöse Kraft diese Kreaturen antreibt. Wieso ist ihr Fruchtfleisch rot? Was bringt es ihnen, wenn sie gefressen werden? Warum können wir unsere Was zur Hölle ist denn mit dem Fernseher los? Ach, das ist da. Na gut, ich muss ohnehin langsamer mit dem Schreiben weitermachen. Gleich nach dem Essen. Also, wie fange ich an? In einem Loch im Boden lebte ein Zwerg. Kein gewöhnliches Loch voller Würmer und Modergeruch. Nein, es war eine Zwergenhöhle. Und das bedeutete Wohnlichkeit. Ha, ein wunderbarer Anfang. Sowas gab es noch nie. Nein! Was? Die Uhr tropft. Sieht aus, als würde sie schmelzen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss erstmal den Kopf frei bekommen. Morgen, Jim. Hi, Tim. Was führt dich nach draußen? Ach, ich bin irgendwie uninspiriert. Na sowas. Wohin soll es gehen? Ich denk mal in den Wald, irgendwo, wo es ruhig ist. Okay, dann viel Spaß dir. Danke. Miau. Eine Katze. Könnte glatt dieselbe sein wie heute Morgen. Miau. Miau, miau, miau. Na, ich hab nichts für dich. Schwör ab. Miau, miau, miau. Ist ja schon gut. Jammer doch wen anders zu. Hey, Jim, was hast du denn mit dieser Katze vor? Die will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Tja, sie scheint dich zu mögen. Miau. Wie kommst du nur darauf? Ich geh einfach weiter. Wie wäre es mit einem Bauernjungen, der bei seiner Tante wohnt und nicht weiß, dass sein Vater ein großer Krieger war, der sich dem Bösen angeschlossen hat? Und nun muss er an der Seite seiner Freunde gegen das große Imperium kämpfen, wo er später erfährt, dass... Ach, verdammt, wieso wurde eigentlich alles schon gemacht? Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Es riecht so komisch. Ist das Zuckerwatte? Popcorn? Karamell? Heiße Schokolade? Hier muss ein Jahrmarkt in der Stadt sein. Das muss ich mir mal ansehen. Was ist denn mit dem Himmel los? Es wird wohl heute noch regnen.
Aber wieso sind die Wolken rosa? Nun, das... Nun... Das ist ja merkwürdig. Rosa Wolken, grüner Himmel. Sieh dich um. Das Chaos kommt über uns. Der Himmel wird grün, das Gras wird blau. Die Erde wird in bunte Kacheln gehüllt sein. Der süße Regen aus pinken Wolken wird die Welt überfluten. Die Regeln werden weichen. Harmonie verschwindet. Mann, was ist denn mit Ihnen los? Ich bin der Prophet, William. Ich sah die Zeichen und deutete sie richtig. Dies hier ist der Beginn. Der Beginn von was? Begreif es doch. Der Beginn der neuen Ära. Das Chaos ist über uns gekommen. Der Himmel wird grün, das Gras wird blau. Ja, ich hab's verstanden. Mann, was für ein Irrer. Miau. Und was ist mit diesen dämlichen Katzen los? Miau, miau. Gott verdammt. Hey, Entschuldigung. Bitte? Haben Sie vielleicht eine Uhr? Ja klar, es ist, meine Uhr spinnt gerade irgendwie. Ihre auch? Komisch. Naja, trotzdem danke. Keine Ursache. Irgendwelche Magnetfelder vielleicht? Oder Sonnenwinde? Verdammt, was ist denn mit meinem Garten passiert? Ach Schatz, da hat sich irgendjemand einen Scherz erlaubt. Ach so? Und wie meinst du, hat dieser jemand es geschafft, meine Äpfel so riesig werden zu lassen, dass sich die Äste schon nach unten biegen? Nun, ja... Oder was sagst du zu meinen Wassermelonen? Die waren heute Morgen noch nicht gelb. Sie ist positiv. Der Mais ist noch vollkommen in Ordnung. Ja, das stimmt. Autsch, autsch! Was? Was ist denn jetzt los? Schnell, komm wieder rein! Verflucht nochmal! Wow, also, dass Mais plötzlich zu Popcorn wird, habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hä? Warum ist der Regen denn so klebrig? Fühlt sich richtig dickflüssig an. Igitt, was ist das für ein Zeug? Schokolade? James, du bist wieder da. Ja, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich den Tag im Garten verbringen. Das kann ich jetzt vergessen. Tja, das ist schade. Verrücktes Wetter, nicht wahr? Hier regnet es und keine 10 Meter weiter scheint schon wieder die Sonne. Ja, das ist seltsam. Tja, muss wohl ein Sommergewitter sein, hä? Bestimmt. Bis später, Tim. Ja, bis dann. Ja, was denn? Was ist passiert? Warum ist es so dunkel? Die Sonne ist untergegangen. Ach, die Sonne kann doch nicht einfach mir nichts, dir nichts untergehen. Wenn ich es doch sage, die Sonne ist gerade einfach so verschwunden, als wäre sie vom Himmel gefallen. Also langsam kann das doch nicht mehr normal sein. Miau. Miau, miau. Was? Ach, du schon wieder. Nicht jetzt, Katze. Miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. Ah, lass mein Bein los. Au, was soll das? Miau. Spielst du schon wieder mit der Katze? Nein, die will mich nur nicht loslassen. Wirst du wohl... Miau. Weiß irgendjemand, was hier los ist? Nein. Ich weiß es. Es ist das Chaos. Es kommt über uns. Das hier ist erst der Anfang. Wenn der Himmel grün, das Gras blau und der Regen schokoladig wird, beginnt das Ende der Harmonie. Verabschieden wir uns von den Regeln der Natur. Nicht mehr lange. Und die Erde wird aus bunten Kacheln bestehen. In der Luft werden Fische fliegen, die... Ist ja schon gut. Wir haben verstanden. Jim? Ja? Es fängt langsam an, mir nicht mehr zu gefallen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist ziemlich unheimlich. Hey, Leute. Maggie. Hast du das eben gesehen? Und wie ich das gesehen habe. Ihr wisst auch nicht, was hier los ist, oder? Woher denn? Kommt. Die Leute gehen zum Bürgermeister. Wir sollten das nicht verpassen. Ja, gut. Gehen wir. Herrschaften, so beruhigen Sie sich doch. Es ist alles in Ordnung. Das nennen Sie alles in Ordnung? Was muss passieren, dass Sie einräumen, dass etwas nicht in Ordnung ist? Ich bitte Sie. Für dieses eigenartige Wetter gibt es mit Sicherheit eine plausible Erklärung. Und welche könnte das sein? Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich schon bald alles wieder normalisiert haben wird.
Sie wollen das alles also wirklich einfach totschweigen? Wir sollten einfach unser Leben weiterleben, wie bisher. Nein, garantiert nicht. Schluss jetzt mit den Ausflüchten. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Liebe Mitbürger, ich versichere Ihnen, dass die Stadtverwaltung alles unter Kontrolle hat. Seht nur, das Rathaus! Es fliegt weg! Das ist wunderschön! Es reicht! Wir wollen antworten! Bitte, Leute, so beruhigen Sie sich doch! Schluss mit den Ausflüchten! Raus mit der Sprache! Habt ihr das gesehen? Das ganze Rathaus... Miau! Miau, miau! Was will diese Katze denn von dir? Wenn ich das wüsste, die verfolgt mich schon den ganzen Tag. Seit dieses Durcheinander hier angefangen hat. Vielleicht ist sie auch einfach verwirrt. Wer will es ihr verübeln? Miau. Miau, miau, miau. Mach, dass du wegkommst, Katze. Ach, das führt hier zu nichts. Kommt, gehen wir. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich kann dich verstehen. Ja, es beginnt. Was, wo, wer? Hier unten. Die Katze? Du kannst sprechen, Katze? Ja, ich habe versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Mein Name ist Ludwig Mausewitz IV., Herold des Herrn Cordatus und Wächter der Menschen. Was? Das heißt wie bitte? Du bist ein Wächter der Menschen? Was soll das heißen? Ich wurde auf die Erde gesandt, um euch zu beschützen. Beschützen? Vor was? Vor dem Meister des Chaos. Meister des Chaos? Ja. Wer soll das sein? Das werde ich euch sagen. Aber nicht hier. Folgt mir. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Sagten Sie, Sie hätten mit einer Katze gesprochen? Wirklich? Das ist die einzige Frage, die Ihnen zu all dem einfällt? Sie verstehen sicher, dass das etwas eigenartig klingt. Ja, das dachte ich mir auch. Ich mach da mal weiter, ja? Wir folgten der sprechenden Katze auf die Hügel am Stadtrand. Von dort aus konnte man die ganze Gegend sehen. Schöne Aussicht hier. Man kann ja die ganze Stadt sehen. Nicht schlecht. Also... Hier können wir sprechen. Ein Meister des Chaos, ja? Ja, der Meister des Chaos ist ein Wesen von unbeschreiblicher Macht. Was er will, geschieht. Nahezu nichts kann sich seinem Einfluss entziehen. Die Geschehnisse, die ihr hier und heute erlebt, sind kaum ein Bruchteil dessen, was er zu leisten vermag. Mein Herr Cordatus trug mir auf, mich in eurer Nähe zu halten, um euch zur Seite zu stehen, sollte er je wiederkehren. Also war er eine Zeit lang weg? Das war er. Verbannt in das Kontinuum. Ich sehe schon. Ich muss ganz am Anfang beginnen. In der alten Zeit, noch lange bevor der Herr Cordatus mich schuf, sah die Erde anders aus. Die Menschen lebten in relativem Frieden miteinander. Sie handelten und hielten sich ansonsten voneinander fern. Brach ein Krieg aus, wurde er bald geschlichtet. Oder aber die Beteiligten vernichteten sich gegenseitig. Es waren gute Zeiten. Mein Herr Cordatus beobachtete sie. Er mochte es, wie die Menschen in dem naiven Irrglauben lebten, sie seien die einzigen Herren ihres Schicksals. Und er mischte sich nicht in ihre Belange ein. Wenn sie starben, empfing der Herr ihre Seelen in seinem Reich der Ewigkeit. So verging die Zeit in absoluter Neutralität und Ordnung. Bis eines Tages der Gott des Chaos auftauchte. Na, es wurde aber auch langsam Zeit, dass ich entstehe. Der Herr bemerkte diesen Fremden, der durch seine bloße Anwesenheit schon das Gefüge der Raumzeit zu stören schien. Er konnte sich von einem beliebigen Ort zum anderen transportieren, ohne auch nur einen Hauch von Anstrengung. Bald begann der Gott des Chaos, sich unter die Menschen zu begeben und mit ihnen zu sprechen. Große Könige hörten ihm zu und er stellte sich als weiser und mächtiger Helfer dar. Doch sein Rat war niemals viel wert. Seine Worte entfachten Zwietracht zwischen den Menschen. Es brach Streit zwischen ihnen aus. In seinen Augen waren die Menschen Puppen, mit denen er tun konnte, was er wollte. Er veränderte nach Lust und Laune den Charakter einer jeden Person, um Unfrieden zu stiften. Doch auch das reichte ihm bald nicht mehr aus. Er begann, die Regeln und Gesetze der Welt zu ändern. Er konnte mit einem einfachen Schnippen seiner Finger alles tun, was er wollte. Die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Es dauerte nicht lange,
Da hatte er die gesamte Menschheit im Griff. Seine Spiele raubten ihn den Verstand. Wer noch bei Sinnen war, verzweifelte in der chaotischen Welt um ihn herum. Nun musste mein Herr Cordatus eingreifen. Die Angelegenheit duldete keinen Aufschub mehr. So besuchte mein Herr den Meister des Chaos in seinem Palast, den er als Zeichen seiner Herrschaft über die Erde errichtet hatte. Meister des Chaos! Ach, na sieh mal einer an. Dann musst du wohl Cordatus sein. Ich habe von dir gehört. Bitte, nimm doch Platz. Dein Aufenthalt auf dieser Welt hat den Menschen großen Schaden zugefügt. Es muss ein Ende damit nehmen. Ist das eine Drohung? Keine Drohung. Es ist eine Bitte. So, so. Und wieso sollte ich dieser Bitte nachgehen? Weil es nicht dein Recht ist, die Welt auf diese Weise in deinem Griff zu halten. Ist das so? Aber ich kann es tun. Wieso sollte ich es also nicht? Nur weil du die Macht hast, die Welt auf den Kopf zu stellen, musst du diese Fähigkeit nicht missbrauchen. Ich verstehe deinen Punkt nicht. Wieso sollte ich es dann nicht tun? Mein Herr sah, dass mit dem Chaosgott keine Einigung zu erzielen war. Er zog sich daher zurück in sein Paradies und schmiedete einen Plan, um ihn zu vertreiben. Es gelang ihm und der Chaotische wurde zurück in sein Kontinuum gedrängt. Mit Hilfe einiger anderer mächtiger Entitäten wurde die Verbindung unseres Universums mit dem Kontinuum gekappt, sodass nie wieder das Chaos in unserer Welt wüten sollte. Doch der Herr fürchtete, dass dieser Sieg nicht auf ewig währen würde. Und er erschuf uns, die Wächter, auf dass wir über die Menschheit wachen und niemals zuließen, dass das Chaos wiederkehrt. Und nun ist dieser Meister des Chaos zurück und macht da weiter, wo er damals aufgehört hat. Wie? Möglich. Doch es ergibt keinen Sinn für ihn, mit gerade dieser Stadt anzufangen. Was würde es denn auch für einen Spaß machen, Sinn zu ergeben? Was war das? Das war der Feind. Der Meister des Chaos? Ja. Oh je. Feind! Zeig dich augenblicklich! Ihr solltet eure Gesichtsausdrücke sehen. Unbezahlbar. Bleibt hinter mir. Meister des Chaos! Ach, bitte nennt mich doch einfach Quint. Ich hasse überflüssige Formalitäten. Er sieht ja relativ normal aus. Ah, das ist interessant. Wie genau sieht er denn aus? Ein ziemlich großer Kerl. Etwa 2 Meter vielleicht. Blonde Haare, ziemlich zerzaust. Trug einen kurzen Bart um den Mund herum. Seine Augen waren wasserblau und hatten irgendetwas Eigenartiges an sich. Mehr Details? Markante Wangenknochen, sowas wie eine Römernase, hat durchgehend gegrinst. Bei dieser ersten Begegnung trug er eine dunkelblaue Pilotenjacke oder sowas ähnliches. Ja, Entschuldigung, weiter bitte. Du, Katze, bist also ein Diener von Cordatus. Wie überaus interessant. Du wirst nicht gewinnen, Feind. Mein Herr wird... Fürs Erste nicht erfahren, dass ich wieder da bin. Dessen kannst du dir sicher sein. Was tust du hier? Wieso verheerst du diese Stadt? Meine Gründe dafür gehen nur mich allein etwas an. Aber nun ignorieren wir doch nicht unsere Freunde. Hallöchen, James, Timothy, Margaret. Genießt ihr das schöne Wetter? Schönes Wetter? Pah. Nun, es ist eindrucksvoll. Ist es nicht so? Verschwinde, Monster! Geh zurück in dein Kontinuum! Sag mal, was erhoffst du dir davon, mir Dinge befehlen zu wollen? Du denkst doch nicht wirklich, dass ich das tue, oder doch? Nicht, wo ich gerade die neue Chaos-Hauptstadt der Welt auserwählt habe. Chaos-Hauptstadt der Welt? Seht sie euch an. Ist sie nicht einfach wundervoll? Und dabei sind dies gerade einmal meine ersten Änderungen. Was willst du, damit du verschwindest? Oh, na jetzt wird es interessant. Was habt ihr mir denn anzubieten? Nun... Unsere Gnade. Klar doch. Unsere Freundschaft. Ihr seid nicht besonders gut im Falschen, was? Nun, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr wollt, dass ich verschwinde. Und ich möchte mir die Zeit vertreiben. Also machen wir ein Spiel daraus. Wenn ihr gewinnt, stelle ich die Stadt wieder so her, wie sie war und verschwinde. Wenn ich gewinne, gehört die Existenz allen Seins mir. Das ist ja wohl eine ungeheuerliche...
Ja oder nein? Ich bin so großzügig, dass ich euch die Wahl lasse. Ja, wir spielen mit dir. Ausgezeichnet. Dann will ich euch die Regeln erklären. Sie sind ganz simpel. Regel Nummer 1 ist, jeder von euch muss mitspielen oder ich habe automatisch gewonnen. Regel Nummer 2, es wird nicht geschummelt. Das ist ja wohl absolut lächerlich. Einverstanden. Sehr schön. Um mich und die anderen blitzte es grell auf. Und danach wurde uns schwarz vor Augen.